Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch da draußen. Ich weiß schon ewig kein News-Video mehr und ich bin es auch leid, mich dafür zu entschuldigen. Ich will euch aber mal abholen, warum was gerade nicht passiert bei uns. Alex und ich haben uns zwischen Weihnachten und Neujahr hingesetzt und danach natürlich auch und haben sehr viel gesprochen. Wir wollen einiges verändern. Eigentlich ganz schön viel verändern und ich will noch nicht zu viel verraten, weil dafür muss es erstmal alles in trockenen Tüchern sein, dass wir euch da auch mit und abholen können. Aber es ist de facto so, dass wir bei Ausfahrt TV Plus eine größere Veränderung einführen werden. Riesengroß. Eigentlich komplett neu. Das zugegebener Zeit. Und ich bin ein bisschen traurig aus mehreren Gründen. Ich habe endlich Kinder, ich habe endlich Winterreifen für meinen bzw. einen zweiten Felgensatz. Und weil ich ja blöd bin, habe ich auch gleich noch einen dritten Felgensatz dazugenommen. Ich habe einen neuen Felgensatz für den Porsche besorgt. Der steht jetzt auf den Original-Turbo-Felgen mit Winterreifen. Und für die Sommerreifen habe ich mir niegelnagelneue Felgen. Nicht zu nahe kommen, Alex. Nicht zu viel zeigen. Aber einmal, dass es so ein bisschen blinkt hier. Ne? Ja, also da habe ich eine Baustelle, ich habe einen Haken hintergemacht und ich bin echt total happy. Aber was mir in der Seele wehtut, der Chevy ist immer noch nicht fertig. Das ist vollkommen okay, es drängt mich ja auch nichts. Aber jetzt haben wir gerade ganz hohen Schnee am Bilsterberg. Wie geil wäre es gewesen, mit dem Ding mal zu driften. Ne? Und wann kriegen wir mal wieder Schnee? Ja, es ist halt, wie es ist. Ne? Dann vielleicht als Info, ich fahre gerade den Ford Explorer. Plug-in-Hybrid. Da werde ich wahrscheinlich nächste Woche das Review drehen. Wir sind gerade am Bilsterberg und haben den Kia Sorento uns nochmal geben lassen. Den ist Alex gefahren. Diesmal als Diesel, weil wir haben euch ja mal den Vollhybriden vorgestellt. Ja, der Bulli steht nur draußen, weil der Ford gerade drin steht. Aber auch da ist noch nichts getan. Das hat aber auch noch einen Grund. Der Gleitzug ist ja nie schuld. Ne? Es gibt auch immer gute Ausreden für mich. Einmal wollte ich euch hier den Schnee zeigen. Und freundlicherweise haben die Kollegen vom Bilsterberg unseren Bereich hier freigeräumt. Sonst wäre es wieder hinten kniehoch, würden wir hier im Schnee rumwarten. Was ich eigentlich sagen wollte, der eine oder andere hat ja schon festgestellt, dass meine Zähne nicht immer den besten Eindruck machen. Um das jetzt mal anzugehen, weil ich wirklich Zahnschmerzen hatte, habe ich jetzt eine ganze Reihe Zahnarzttermine mit wirklich wilden Dingen, die ich gar nicht näher ausführen möchte, aber die mich dann auch mal zwei Tage ausnocken. Ne? Also von daher habe ich alles, was im Moment an Aktionen geplant war, erstmal auf Hold gesetzt. Wir machen unsere Arbeit, wir versorgen euch mit Reviews, alles andere liegt so ein bisschen, außer die geistige Arbeit und alles, was man so am Telefon erledigen kann, da laufen wir weiter auf Hochtouren. Und was halt auch richtig toll ist, dreh den Leuten noch nicht den Rücken zu, ne? Der Alex hat die Kamera gerade, seine niegelnagelneue Kamera, will ich sagen, auf der Schulter. Der eine oder andere wird es bemerkt haben, Ausfahrt TV seit dem Jahreswechsel, ne? Seit dem Jahreswechsel in 4K. Wir haben eine neue Kamera, wir. Wir haben eine neue Kamera, Alex hat sie bezahlt. Und ja, gleich schmeißt er sie in Dreck, weil er auf dem Eis ausrutscht. Die kann nicht nur 4K, sondern ist wahnsinnig lichtstark. Und für uns beide ist es eine Quell einer Freude, wenn Alex sagt, Moment, das ist zu hell, ich muss mal in den D-Filter wieder reinregeln. Ne? Also, was ich euch transportieren möchte, große Änderungen stehen an, werden noch kommen. Es ist nicht die Frage, ob oder nicht, sondern nur wann. Wann wir das Ganze freigeben. Es kann sein, dass es sich noch zwei Monate zieht. Es kann aber auch sein, dass es im nächsten Monat schon losgeht. Da sind wir uns noch nicht ganz klar, weil äußere Umstände, wir brauchen halt noch dies und das und jenes. Ne? Und dann müssen wir gucken, wie wir das genau machen. Es gibt ein Modell für eine kleine Lösung, es gibt eine große Lösung und es gibt meinen Favoriten eine gigantische Lösung. Die wird wahrscheinlich nicht klappen, aber darum warten wir auch gerne noch mal. Und jetzt nur, um zu zeigen, wie toll Alex' Kamera ist, laufe ich natürlich wieder zurück in die Halle.
Ja, die war auch immer schön aufgeräumt. Mittlerweile, ich habe so den Klassiker gemacht, ne? Wieder irgendwie Hauptsache alles irgendwie reingestellt irgendwo und ich mache das dann, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Ja, und jetzt bei dem Wetter, es macht auch keinen Spaß. Die Halle ist zwar gar nicht so kalt, aber ihr wisst ja selber, wenn man friert beim Arbeiten, das schockt halt nicht so. Heute haben wir es ganz gut hingekriegt, weil die Sonne schön geschienen hat. Freut euch auf das Sorrento-Video in 4K im Schnee bei Sonnenschein und Kaiserwetter. Ja, das wird gut. Ja, ist das jetzt ein blödes Video, was ich gemacht habe, Alex? Nein. Meinst du, die Leute verstehen, worauf ich hinaus will? Nein. Okay, dann nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich habe gerade gesundheitliche Probleme, darum kann ich nicht so, wie ich will. Aber es ist mir wichtig, das jetzt anzugehen, weil irgendwann muss es gemacht werden. Und wir haben gerade Vorsaison, da ist eh nicht so viel los. Ne? Wir haben jetzt auch ein paar Fahrveranstaltungen, die noch auf uns zukommen. Ein paar ist gut. Wir fahren einmal den Skoda Octavia mal wieder als G-Tech diesmal, also Erdgasantrieb. Ihr wisst, Erdgas liegt mir am Herzen, beziehungsweise Bio-CNG, das liegt mir wirklich am Herzen. Dann werden wir für euch fahren den vollelektrischen Volvo XC40. Da haben wir eine Veranstaltung in Hamburg. Und im März soll wohl einmal der BMW M3 kommen bei Ausfahrt TV, wie auch wohl der Skoda Enyaq. Das ist aber noch nicht ganz klar, wann wir das halt drehen. Das dazu und es passiert was Großes. Ja. Punkt. Punkt. Ja. Gut, und der Grund, warum halt im Moment nicht so viel passiert auf Ausfahrt TV, wir haben sogar ein paar Videos, wo Alex mich regelmäßig anspricht, ey, warum hast du das noch nicht freigegeben? Weil ich gedanklich schon in Phase 2 bin und werde ich jetzt machen, es sind zwei, drei Tacho-Videos, die noch fehlen, das kommt auch alles noch, aber ihr dürft euch auf jeden Fall freuen. Das können wir auch sagen, weil Alex und ich, wir haben auf jeden Fall richtig gute Laune. Egal wie das Wetter draußen ist, beim Drehen haben wir im Moment extremst gute Laune und wir haben richtig Vorfreude auf das, was da kommt. Und wenn wir uns schon so freuen, dann könnt ihr euch zumindest ein bisschen für uns freuen, oder? So sieht's aus. Gut, Kinder, das soll es auch schon gewesen sein. Nur ein kurzes Update-Video. Wenn es alles soweit ist, kommt auch nochmal so eine Ansprache zur Lage der Nation auf Ausfahrt TV. Das dicke Ding. Das dicke Ding 2.0 quasi, ne? Für uns ist es das, ja. Wir freuen uns jedenfalls. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Wenn ihr mögt, lasst mich doch gerne wissen, wie es euch mittlerweile so geht in Sachen Pandemie, eingeschneit oder nicht. Auch total lustig. Alex wohnt ja bei Limburg. Das ist ja, für mich ist das ja schon Bergland, ne? Also hohe Berge. Der echte Bergländer sagt, das sind kleine Hügel, ne? Und hier ist Flachland. Jedenfalls bei Alex keine Schneeflocke unterwegs. Und hier liegt wirklich richtig hoch Schnee. Bei uns in der Straße kannst du kaum fahren. Habe ich mich selbst mit dem Ford festgefahren im Schnee. Da musst du hier mal reinziehen. Bin natürlich rausgekommen. Ist ja klar. Aber auch das bremst im Moment noch so ein bisschen. Aber wir freuen uns. Also ich will, glaube ich, nur rüberbringen, Stimmung ist bei uns riesig gut, auch wenn es bei euch gerade echt überhaupt nicht ankommen kann, weil wir ja nichts machen gerade. Aber es kommt. Verlasst euch drauf. Ach so. Nee, ey, schaltet keiner ab. Also bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan. Jetzt kannst du wegschwenken. Ihr kennt das übliche YouTube-Spielchen. Links und rechts oben findet ihr zwei Videos von uns, die genauso toll sind wie das, was ihr eben gerade gesehen habt. Klickt auf das Logo und dann könnt ihr unseren Kanal kostenfrei abonnieren und kriegt kostenlos immer Updates, wenn wir ein neues Video einstellen. Wenn ihr uns tagesaktuell begleiten wollt, folgt uns auf Instagram und Facebook. Die Links findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Macht's gut und bleibt gesund da draußen.